So, da sind wir dann auch schon wieder zu Destiny 2. Machen wir weiter. Ja, dürfte nicht mehr. Ja, den Kern müssen wir nur da reinballern. So, wo ist das Ding? Da. Können wir es mal da rein, die Fusionszelle. Dann hoffe ich, geht es auch schon wieder ab hier. Oder? Was anderes erwarte ich nicht. Was passiert denn jetzt? Okay, klar. Da hinten bestimmt einen Weg frei, dass wir jetzt da hinten durch den Tunnel können, oder was? Vorher können wir hier aber noch ein paar Schürzenjäger. Bisschen hätte ich, Alter, Digga. Komm. Ja, hast du Glück gehabt. Fucking nachladen muss. Position. Jemand im Scheißschild. Richtig am Sack. Wollen wir machen. Ich weiß mal so ein bisschen ab. Weil so viele Hunde kommen. Ich pack die Hunde nicht alle da rein, aber was willst du? Ja, guck. Guck mal her. Ja, ne? Ja, irgendwie auch voll der Harten und so, ne? Ich gebe mir mit zwei Schwertern. Was ist mit dir? Was ist ein Gladiator? Was kommt da? Zack, haben wir dich doch auch. So schnell geht das. Komm mal her. Haben wir hier mal ein paar Headshots. Machen sie wieder voll den Druck hier. Erstmal die halbe Armee hier aufkreuzen lassen. So. Haben wir euch auch. Er schießt wieder irgendwelche Sachen. Ja, warum bin ich nicht da? Ja. Das ist ja durchweg nicht da. Nein, doch nicht. Ich bin der Fähigkeitsbaum getäuscht. So. Mineralausbeutung. Finde die Waffen der Allmacht und schalte sie ab. Ja, aber erstmal gucken wir hier nach Muni und so. Die Erztunnel sind frei. Wir können dem Treibstoff zum Waffenkern folgen. Diese Felsen. Was anderes haben wir jetzt hier nicht, ne? Zu glauben, dass da einer unserer Planetenzerdrüsel zu unseren Füßen liegt. Da ist noch genug vom Planeten übrig. Wir kümmern uns drum. Macht das mal. Dann kümmert euch mal darum. Wir machen uns weiter auf den Weg. Zavala, deine Truppen stehen an der Stadtgrenze bereit. Verstanden. Ich schalte gleich den Funk aus. Die Rotlegion darf nichts ahnen. Das ist gar nichts, oder? Oh. So. Boah. Den hat gejuckt. So. Nee, ich kann schon schnell. Kann man ja nicht einfach mal so durchspazieren, direkt Endboss und fertig. Komm her. Waffe ist schon richtig nice. Schön rein, weil wenn die Gegner noch explodieren und dann da so eine Horde kommt, dann ziehen wir den damit auch schon mal so ein bisschen Energie ab. Man sieht gut Wumms. Also gut Damage. Also, schöne geile legendäre Waffe. Weg zu unserem Ziel führt, exotische Waffe. Was? Oh. Brennen. Bleib in den Schatten. Den Schatten. Was bleibt im Schatten? Okay. Wir müssen also im Schatten bleiben, okay.
Sonne so heiß ist oder was? Was feuern die denn da drauf ab? Da sind da so Strahlen, ne? Haben wir nicht gerade Strahlen am Planeten, ja, ne? So. Egal. Die Scheibe? Ne, können wir durch. Könnten wir einfach mal so durch. Wir machen die erstmal schon mal hinten platt. Jetzt nicht andamagen, wenn wir da durchlaufen müssen. Ketten des Kummers. So, hier haben wir einen Schatten. Kommt aber auch niemand, ne? Wir müssen da oben hin. Chillen wir uns erstmal hier hin. Ah, jetzt bin ich echt ein Stück. Aufpassen. Der war im Kopf. Na komm, 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 lade dich auf. Lade dich auf. Sehr schön. Da ist aber noch einer. Gut, haben wir das. Er gammelt herum. Geschafft. Sonnenseite. Okay. Ich muss gehen, Hüter. Du kennst deinen Weg. Du brauchst unsere Anweisungen nicht mehr. Sollte meine Reise heute beendet sein, gehe ich dem lächelnd entgegen. Du brauchst unsere Anweisungen nicht mehr. Ist aber nett. Wie wäre es, wenn mal welche von euch noch ein paar mitgekommen wären hier? Wenn ich gefühlt alles alleine machen muss. Zack, haben wir euch doch. Das ist ja Gladiator. Hält aus wie ein Backstein aus. So. Ja, ihr werdet doch bestimmt noch irgendwas Interessantes hier verlieren, oder? Schreckgespenst. Jetzt sind wir mal gefährlich ausgerüstet. Wenn wir das gleich anlegen. So. Wo müssen wir jetzt hin? Um vorwärts zu kommen, müssen wir nach oben. Das hört sich nach einem Savala-Spruch an. Über die Kette? Können wir klettern? Nee, ne? Oh. Ja, wollte ich mal ein bisschen anders versuchen. So, wo komme ich denn hier hoch? Ah, da sind Plattformen, die ich kreisförmig hochspringen kann. Machen wir das doch mal direkt. So. So. Zack. Sind wir oben. Da. Da war sein fucking Schild hatte. Ketten des Kummers, man kriegt immer diese Ketten des Kummers Scheiße. Der war episch, der war richtig nass. So geht das. Kriegen wir noch ein bisschen Scharfschützen-Muni. Können wir definitiv gebrauchen. Schildmeister wieder. Ja. Die Granate war richtig. Richtig Rotz. Kommt jetzt sofort der Endbus? Oder? Hey, Hawthorne sagt, wir nähern uns dem Einsatzort und ich bin nicht gut im Redenschwingen. Also tu, was du tun okay. musst. Komm da heil raus, okay? Hier lacht sonst keiner über meine Witze. Tu, was du tun musst, okay. Werden wir uns dran halten? Das Raumschiff sieht aber sehr, sehr geil aus. Aber vom Level-Design her ist es schon stärker als Destiny 1, definitiv. So kommen wir zum Waffenkern. Aber wie gesagt, halt die Feinde, das finde ich halt ein bisschen ekligen, dass keine neuen dazu gekommen sind.
Leider nicht. So. Ist jetzt hier gar nichts mehr los, oder? Doch, da. Das ist ein Scharfschützenplatz, ne? Das sind aber viele, ne? Das ist doch nicht so Scharfschützen. Nicht, dass wir nicht Scharfschützen. Wenn wir hier hinten erstmal unsere Ruhe haben, können wir von hier aus aufräumen. Irgendwie unter uns ist noch irgendwas. Ach, ach, ach. Wo sind denn die anderen? Die haben uns alle so dicht angezeigt. Ach, guck mal. Der kommt gar nicht hier hinten, oder? Kriegt erstmal einen Headshot. Und noch einen. Okay. Jetzt ist er doch weggerannt. Jupp. Der war richtig böse, der Gegner. Legendäres Enagramm. Sehr schön. Ich hoffe, da ist auch was Geiles drin. Jetzt auch mal wieder vom Lichtlevel steigen. In your face. Los hier. Haben wir jetzt alle, oder? Okay. Jetzt machen wir irgendwo einer, zwei. Hier irgendwo rechts. Da oben den. Was kann mit ihr denn da so rum? Muss ich da durch? Fortnite. Okay. Wird schon schief gehen. Durch, ne? Komm. Schnellreise. Na, auf sein Schiff oder wo kommen wir hin? Spitten wir voll durch. Was? War noch nicht am Ende, oder? Okay. Also aus dem Zwischenschiff gekommen oder was? Wir sind hier eben durchspitten und dann kommen wir auf seins, oder? Lichtsende. Ja, komm. Hitnuts. Abfänger. Die wollen wohl, dass wir hier alles in die Luft jagen. Ja, warum nicht? Unser Schiff, ne? Na komm. Willst du mich verarschen? Ja. Der war episch scheiße. Das Messer vorbei, man schießt vorbei, Messer vorbei. Kabelanfänger. Denn hier? Komm her. Ich bin schon angebumst. Das Ding ist gar nicht explodiert. So. Können wir uns hier ein neues holen, oder? Ja. Was ist das? Teil lassen wir mal da. Wow, einfach wow. Ich auch gerade sagen. Todesstern oder was? Pack. Ja, einfach so mal in der Luft explodiert. Na kommt mal ja hier. Einiges los, ne? Zum Schluss haben wir nochmal richtig auf den Putz, oder? Ich dachte, ich kann da so rüberjumpen. Okay, wir sollen die Kühlung kaputt machen. Genau so!
Ding hier überhitzt. Ich hab nicht gesehen, wo das Teil hinzieht, ne? Was ist denn jetzt? Okay, Verstärkung. Komm her. Da sind noch mehr. Centurius. Da und da. No change, Digga. Selbst er mit dem Schild dürfte eigentlich keine Chance haben. Oh. Das kommt schon sehr geil. Das ist doch wieder so ein Ventil, ne? Ja. Auch mal im Platz. Nummer 2. Der letzte sollte den Kern kühlen. Der letzte sollte den Kern killen. Ah, genau. Der sieht doch ein bisschen größer aus. Was ist denn da trotzdem noch so? Das Stück läuft. Die haben gerade welchen Kühl habe ich gebannt hier. Zwei Stück. Das sollte doch eigentlich schon so ein bisschen was ausmachen, ne? Ja, Tür schon wieder zu. Das müssen wir jetzt auch verarschen, oder? Geht auch nicht auf. Auch nicht, wenn ich so davor stehe jetzt. Selber ohne Wagen. Muss ich mal die Seiten tauschen, oder? Immer anscheinend die Seiten tauschen. Wow, wow, wow. Oh, schon zu. Du willst mich doch verarscht. Verarsch mich doch nicht so. Jetzt ist hier das Ding zu, also willst du mich verarschen? Ist jetzt hier so Zeitrennen oder? Jetzt hier wieder zu. Das will mich jetzt hier echt total verarschen, oder? Dann stelle meinen Wagen mal einfach so da rein. Geht ja auch kaputt. Steigt, aber das reicht nicht. Wir müssen den Kern selbst erwischen. Okay, das hier also gar nichts gebracht. Völlig unnötig. Das ist dein Plan jetzt hier überhaupt nicht aufgegangen, mein Freund, oder? Wie darf ich das verstehen? Wir müssen jetzt hier durch, oder? Na, wir müssen jetzt hier durch. Na, zumindest bleibt die Tür jetzt offen. Eine Fusionszelle. Damit können wir das Elektronenreservoir überlasten. Okay. Dann wollen wir mal. Oh. Das Ding blüht. Das hat es gebracht, dass wir jetzt alles weggemacht haben. Dass wir uns da verletzen beim Rüberlaufen. Neues Ziel. Flieh von der Allmacht. Ich komme mit dem Schiff. Lauf! Zavala, die Waffe ist zerstört. Starte den Angriff. Alles klar. Jetzt geht's los, oder was? Boah. Das ist eine Methode. Hier fertig. Ab nach Hause. Hast rein.
still, keiner sagt was. Ha. Gute Arbeit, Colonel. Wie viele waren das? 7 in Folge? Wer braucht das Licht, wenn man einen gefiederten Freund an seiner Seite hat? Richtig? Hab ich recht oder hab ich recht? Ich hab recht. Der beste Freund, Alter. Ein Hühnchen. Boah, er hat einen geilen Helm, Alter. Der war episch. Okay. Ja, das ist der Treffpunkt, an dem ich den Teleporter aufstelle. Zavala und Ikora sollten jetzt an ihren Plätzen sein. Zavala, wir sind in Position. Wir auch. Ikora, bereit, wenn du es bist. Copy. Geht in Deckung. Okay. Los. Okay, weiter. Zavala, wir sind auf dem Weg. Warum legt ihr Hüter euch alle naselang flach? Wo ist Kate? Wenn er sich an den Plan hält, ist er genau dort, wo er sein soll. Jetzt müssen wir nur noch dich und Ikora hoch zu ihm schaffen. Das ändert die ganze Sache. Überlass das mir. Du geh weiter. Ikora, Kate ist oben. Ich bin unterwegs. Viel Glück. Hüter. Viel Glück, Hüter. Was passiert jetzt? Ende oder was? Wohl. Der Feind greift die Stadt an. Und die Allmacht ist verloren. Verloren? Erkläre dich. Verwüstet. Von dem gleichen Hüter, der irgendwie seine Macht zurückbekam. Und unsere Armeen in diesem verdammten ganzen System demütigt. Du würdest das wissen, aber du verschwendest deine Zeit an eine Maschine und eine Kreatur, die behauptet, mit ihr zu sprechen. Pass auf deinen Ton auf, Konsul. Mein Ton? Ah. Unsere Mission, diese Macht für unser Volk zu sichern, wird scheitern. Zum ersten Mal in der glorreichen Geschichte der Rotlegion. Ah. Wegen dir? Und deinen lächerlichen Sorgen. Sieh dir deinen Reisenden an, Dominus. Der Käfig ist fertig. Die Zeit ist reif. Nimm, was rechtmäßig dir gehört. Nimm seine Macht. Sag, Sprecher. Was will der Reisende noch? Gaul, ich spreche für den Reisenden. Ich habe nie behauptet, er spricht mit mir. Oh!
Diese Fixierung ist vorbei. Du wurdest bereits auserwählt. Nicht von einer Maschine. Von mir. Und zwar an dem Tag, als ich dich fand. Vergiss nicht, wer du bist. Was du bist. Du bist Kabal. Kabale warten nicht. Du nimmst das Licht. Tu, was du geschworen hast und gib mir die Rache, die du versprochen hast. Sieh mich an, Schüler. Sieh mich an! Ich werde tun, was ich geschworen habe, alter Freund. Ich bin Gaul. Und das Licht ist mein. Tja. Ist der Sprecher jetzt auch tot? So, dieser von Destiny 1, ne? Typ, der auch immer am Turm war. Ja, seinen besten Kumpel. Jetzt haben wir eben die Luft abgeschnürt. Bisschen zu harte Spielchen gespielt. Was kommt jetzt? Ja, typisch. Erstmal Stunde laden oder was? Der Reisende. Was passiert mit ihm? Zavala, wir sind zurück und dann. Oh. Jetzt war er schnell rausgesprungen. Und schon. Later wieder. Alter. Das sieht echt geil aus hier. Peter, bist du noch da? Uns geht es gut, aber der Reisende. Deshalb sind wir hier, um diesem Wahnsinn Einhalt zu gebieten. Ikora und ich nähern uns dem Treffpunkt. Kate ist schon da. Wir nutzen den Vex-Teleporter, um zum Reisenden zu gelangen. Wenn wir es soweit schaffen. Wir geben Deckung. Willkommen zurück, Hüter. Freut mich, dass du dabei sein kannst. Jo, die Rotlegion hat diese Energiebarrieren aufgestellt, um uns in die Falle zu locken. Ich kann mich ins Netz einschleusen und es für kurze Zeit außer Gefecht setzen. Gib mir eine Sekunde. Okay. Ich gucke mich hier ein bisschen um. Das wird wohl die Stadt sein auf der Erde. Von uns damals. Aber, ja, die Aussicht ist episch. Da oben ist noch so ein Schiff vor dem Auge. Aber, naja, ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich hoffe, wir riechen uns in einem anderen epischen Game oder bei Destiny beim nächsten Mal wieder. Tschüss, bis dann.